Der Satte Hugo hat was hochgeladen. Ui, Memo. Schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal, Digga, was hier passiert. Schiebt's aber ganz anders. Willkommen zum nächsten Video. Alle schreiben den hungrigen Hugo. Das muss ich mir noch reinziehen. Ist das okay für dich, Kevin? Boah, ich hasse Hunger, Hugo. Wie echt das jetzt? Ich werde es so lustig finden, Bro. Ich werde nicht einmal lachen. Okay, wir machen jetzt die Challenge. Wenn du lachst, kriegst du einen in die Fresse da unten. Okay, Deal. Ein paar Sekunden später. Mein Fahrrad wurde mir geklaut. Ey. Was hat er jetzt noch zu sagen? Also, so ein von so 15 Videos von Hungriger Hugo, die sind richtig stark. Das hier ist bis jetzt stark. Yeah. Also, was schon mal. Ah, Kevin, peinlich, Alter. Kevin. Safe ist es eine vielen Frage. Vielen Dank, Donut, Kuss, mit Danny. Ich glaube, das ist witzig. Also, wenn man jetzt eine Person auswählen müsste, mit der man den Rest des Lebens zusammenlebt. Also, sag dir so, wie es ist. Bei mir ist es Honeypoo. Was? Ja? Schnell rausreden. Unbewusst, danke, dass du da warst. Ja, wer ist das für dir? Ey, bist du schon schnell? Danke für die Frage. Alter, gerade sind alle auf so einem geilen Fick-Grind. Kann das sein? Sascha will auch immer nur geil ficken und ich auch und Nico auch und Kevin fickt auch im Hotel und oh, alle wollen einfach nur, ja, so was hat der denn, Alter? Digga, ganz ehrlich, den muss man einschläfern. Den haben wir noch nicht. Ist das ein Alert von dir? Ja. Vorbereitungen fürs neue Camp. Alter, ich sag's jetzt hier Public Statement. Jens Knossalla. Jens fucking Knossalla. Public Statement hier und jetzt. Wenn ich dieses Jahr nicht in dein Scheiß-Camp eingeladen werde, Amenakulm, es ist mir egal, ob es ein Mittelalter-Camp ist oder nicht, ich komme mit einer Pistole dahin. Ich komme mit einer Pistole dahin und dann nehme ich mir meinen Campplatz. Jens Knossalla, ich möchte dieses Jahr in das gottverdammte Mittelalter-Camp kommen. Digga, von mir aus wasche ich mich für 6 Wochen nicht, damit ich stinke wie so ein Ritter, Digga. Ich fahre da einfach hin. Das ist jetzt deine letzte Warnung. Das ist deine letzte Warnung, Jens Gusala. Klebt es und schickt es ihm. Ich werde in das scheiß Mittelalter-Camp kommen und ich werde im Mittelalter-Camp kommen. Ob du es willst oder nicht, ich komme in deine gottverdammte Ritterrüstung rein, Jens Knossalla. Ich bin der Grund, warum du überhaupt auf Twitch streamst. Ich habe ein Vorwort in deinem scheiß Buch und da fällt es dir nicht mal ein, mich in dein scheiß Camp einzuladen. Jens Knossalla! Jens! Ah! Oh! So ein Ding nämlich. Wer ist das? Oh, ist der süß. Alle besprechen das neue Camp und Sascha liegt im Bett. Ach, Digga, vielleicht komme ich doch nicht ins Camp. Ich merke gerade aus, wo sich ein Earnings gemacht wurde. Wir sind hier nicht bei Chef Strobel oder so. Wir sind hier nämlich beim besten Gamer Deutschlands. Okay, also wir machen jetzt alles unter 2K, ja? Ich sag mal, wie schwer kann es sein? So ein Wichser. Victor Lauri, danke. Mach ich das, dass ich da so perfekt drüber gleite? Oh ja, nice. Junge, heul nicht nur, weil ein bisschen Bein fehlt, Digga. Und Kopf halt. Meine Güte. Welche Rolex hast du aber haben? Die ist noch nicht draußen. Das ist eine Patek Philippe, die kommt, das ist noch raus. Alter! Die hat Marc Geklauer aber gestohlen, Junge. Die ist aber ganz, ganz insane. Wenn Marc das sieht, der wird mies Auge machen. Das ist traumhaft Dur, tatsächlich, ne? Ich bin 22 und deshalb ist es auch kein Problem, wenn ich mit einer 17-Jährigen... Das ist aus dem Kontext geschnitten, Digga. Ich hab das so nicht gesagt. Ach du Scheiße, da steht wirklich das FBI. Was ist eigentlich mit dem Jungen los? Wie heißt der eine Wichser mit dem blauen Haar? Und ich weiß der. Der nette Herr heißt Rezo. Und für den Sport gibt es bald eine Zerstörung von Rezo. So ein Video hier zwar noch nie gemacht, aber ich glaube, dass zurzeit der richtige Augenblick dafür ist. Oh, ich will, dass Rezo nicht nur mich zerstört, sondern auch mein kleines, runzliges Arschloch. Wer ist das denn? Ach, Mickey. Da liegt eine Weste, eine Mac 10.
Einfach mal rein da. Stark, Micky. Alter, das ist so fährt. Mir ist so, Digga, mir ist so warm. Mir ist so warm, Chat, no joke. Boah, ist das warm. Boah, ist das warm. Boah, mir ist so warm. Mir ist so warm. Boah, ist das warm. Boah, ist mir warm. Boah, ist das warm heute. Boah. Wuh. 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 10% mit dem Code Fick dich ins Knie Trimax bei AMA Studios. Yeah, boy. Schieb ich mich ein. Achtung! Chillig. Ich krieg von Trimax wirklich gar kein Geld dafür, dass ich das anziehe. Und das ist ganz ehrlich, was ist das für ein hässliches Shirt? Ich weiß es nicht, Bro. Ich muss ganz ehrlich sagen, AMA Studios trägt sich extrem gut, aber seitdem ich AMA Studios trage, stinke ich gefühlt mehr. Ich weiß nicht warum. Vielleicht kann... Also keine Ahnung, ich habe das T-Shirt jetzt seit 3 Wochen an und ich habe das Gefühl, man stinkt in dem T-Shirt mehr, als wenn man ein anderes T-Shirt 3 Wochen anhat. Klar, oder Chat? Genau. Micky TV und Inscope beide gleich los. Blaukraut bleibt Blaukraut und... Und Saufkraut bleibt Ausschlauf. Brautkleid bleibt Blaubraut. Genau, blab... Stopp. Blaukraut bleibt Blaukraut... Blaukraut bleibt Blaukraut... Okay, einmal Chat, wartet. Blaukraut bleibt braut. Ich krieg's hin. No joke, ich hab immer damit gestruggelt. Ich spiele das gerade nicht, ich meine das ernst. Blaukraut bleibt Blaukraut und Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. War stark, oder? Blaukraut bleibt Blaukraut und Blaukraut bleibt Blaukraut. Ah, das ist doch scheißegal, Alter. Blaukraut bleibt Blaukraut und Braunkleid bleibt Blaukraut. Braunkleid bleibt Braukraut und Breitkraut bleibt Blaukraut. Digga, das ist so schwer. Ist es wirklich. Digga, Berlin einfach neue Fortnite-Map. Battle Royale. Fortnite Battle Royale. Und jetzt schlagen Jugendschützer Alarm. Ja! Ich hab so Bock auf Battle Royale Fortnite. Imagine, Digga, du landest am Brandenburger Tor. Und dann sagt ApoRed zu dir, ja, Monte, dein Aquarium, ach komm, scheiß drauf. Wenn Nico auf Videos reagiert. Wer ist das? Ach, da. Enemy spotted. Oi, oi. Oi. Oha. Oi. Bei mir könnte er machen, könnte er auch machen, was er will. So, er könnte auch. Ja. Oh nein, der Danny geküsst, der hat's auch bekommen. Ja, genau. Oder ich frag Emina. Wer ist es? Meine Haushilfshilfe. Haushelferin. Haus. Meine Haus. Hilfshelferin. Hilfshaushelferin. Hilfs. Haushaufhilfmilferin. Also. Hilfhaus. Wer heißt für Kevin seine? Hilfhaushauferin, Helfer. Milfhaushilferin. Haushaltshilfe. 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 Sprachen lernen. Babbel. Alter, hier ist meine Zahnbürste. Perfekt, ich hab die gerade gesucht. Es ist funny, weil Kevin hat sich nach 3 Wochen nicht die Zähne geputzt. Das ist kein Meme, das ist die Ernsthaftigkeit des Lebens. Jetzt muss gleich die Zähne checken. Er hat mir heute noch nicht die Zähne geputzt. Putz zum Zähne putzen. Putz, putz und schrubb, schrubb, schrubb. Kevin hat ein Date und sie küsst ihn auf den Mund. Das Date, es muss kotzen, weil Kevin riecht wie ein Hund. Ist jemand hier zufällig Zahnarzthelfer? Zahnarzthelfer? Frag doch nach dem Zahnarzt, du Idiot. Kann mir sagen, ich meine Zähne geputzt? Ja, das machst du sehr gut. Hey, Chat, macht's gut. Ich wünsche dir noch einen schönen Stream. Mach's, wenn's möglich ist, ja. Fahr vorsichtig mit deinem Porsche. Zwei Masten so... Alter, zwei Masten... ...beieinander in dem Hotelzimmer, wo auch das Bett verrückt war. Bro, ich hab zwei Masken immer dabei.
Ey, ich kann es euch jetzt wieder mal erzählen. Achtung, kurzer Real Talk. Kevin hat sich auf dem Hotelzimmer mit einer Prostituierten getroffen zum, wie soll es auch anders sein, Bonkiffen. Kevin hat auf dem Hotelzimmer richtig viel Bon geraucht mit einer Escort-Dame. Ist überhaupt kein Problem. Kevin ist alt genug. Er hat richtig fett einen durchgedübelt. Er hat sich richtig fett einen reingeballert, Alter. Dann ist er gestolpert und als die Prostituierte seinen Poloch quasi fingern wollte, ist er halt gestolpert und das Bett hat sich ein bisschen verrückt, aber Kevin hatte die ganze Zeit zwei Masken an. Es ist komplett normal. Kevin ist alt genug. Kevin ist über 18, der kann machen, was er will. Und wenn Kevin es feiert, halt 3 Gramm Gras am Tag zu rauchen und mit einer Prostituierten im Hotelzimmer mit 2 Masken zu schlafen, weil er gerne weniger Luft bekommt beim Sex, weil er einen Erstickungsfetisch hat, weil er das nice findet, dann ist das nicht schlimm. Dann ist das nicht schlimm. Wir müssen jetzt nicht kinkshamen. Können wir mal bitte einfach ein Seems Good für Kevin haben, weil Kevin hat das wirklich verdient. Kevin muss einfach mal unterstützt werden an der Stelle. Kevin ist jemand, der nicht gekinkshamed werden darf, sondern Kevin ist jemand, der seine Sexualität frei ausleben darf. Und das Einzige, was Kevin nicht darf, ist in der Nähe von Grundschulen. Aber das ist eine andere Geschichte. So, mach weiter! Weil das ist halt wichtig. Junge, Digga, wirklich, ihr seid deutsche FBI. Es ist echt creepy. Das deutsche FBI nennt man übrigens Ordnungsamt. Ja, geiler Song, wa? Chillig, Kevin, danke. Du kannst doch nicht an der Stelle den Song skippen. Deine Immunität! Oh, warte mal. Was auch so ein wilder Track ist, ist, Jitterbug. Ist das der? Jitterbug. Jitterbug. Ich hab gerade Wake Me Up und ich dachte, das wäre Wake Me Up Before September Ends. Wake Me Up, when September. Aber das ist ja was ganz anderes. Wake Me Up Before When September ends. Oh, Digga, immer wenn ich so hoch singe, wird mir richtig schwindelig und manchmal werde ich einfach ohnmächtig. Okay.